Hallöchen, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Crysis 2 Remastered. Wir machen jetzt weiter mit der Mission aus der Asche. Und wir gehen mal zu unserem Verbündeten hin. So. Meine Güte. Ich dachte, sie wären auf dem Grund des Flusses. So, bye bye, Hargreave. Jetzt sind wir wohl auf uns gestellt. Ach, schön, Sie zu sehen, Mann. Hören Sie, ich habe mir überlegt, dass Sie vielleicht. Später, Professor. Halten Sie die Vorlesung unterwegs. Hier entlang. Los! Erreiche die Surfstruktur im Central Park. Steige auf das Fahrzeug. Alcatraz! Mann, Sie haben es geschafft. Ja, ich hab's tatsächlich geschafft. Schön wieder bei Ihnen zu sein. So, erstmal will ich ausrüsten hier wieder. Gut, Granatennachschub. Hier haben wir eine MP. Ah nein. Das ist dieses komische Sauggewehr, nenne ich's mal. Na gut, machen wir es so mit der Ausrüstung, denke ich. Gut, wir können weg. Bin bereit. Oder hält er vielleicht auch ein Sturmgewehr? Nun gut, wir fahren ja eh erstmal mit dem Fahrzeug jetzt hier. Von daher passt das. Los, fahrt los! Alcatraz, es geht um dieses Stück aus Prophets Gedächtnis. Wie es aussieht, liegt die Basis der Seth direkt unter dem Wasserspeicher im Central Park und Prophet war drin. Dort ist die Hauptregulierung der Sporen. Dort wird alles ausgelöst. Wenn wir Sie und den Anzug da reinkriegen, haben wir eine Chance, die gesamte Invasion zu stoppen. Aber wir müssen in den Park, solange noch Zeit ist. Das ist der Kanal, Ma'am. Legen Sie los. Colonel Barclay, hier ist Lieutenant Tyra Strickland im Auftrag der Special Operations Group. Wir sind unterwegs zum Central Park mit einer Waffe, die den Seth-Angriff stoppen kann. Wir verfügen dank Cell über Transportmittel, aber wir brauchen Luftunterstützung. Können Sie uns unterstützen? Miss Strickland, hier ist Barclay. Hören Sie gut zu. Ich hatte gerade einen Streit mit dem Pentagon. Die wollen einen taktischen Nuklearsprengkopf auf Manhattan abwerfen. Sir, das ist Wahnsinn. Die Stadt ist immer noch voller Menschen und Brooklyn, Jersey, der Fallout. Die können das nicht überleben. Das werden sie, Miss Strickland. Die betrachten das als notwendiges Opfer, um die Seth aufzuhalten. Und ich habe leider keine guten Alternativen. Sie haben jetzt nur wenig Zeit, um zu tun, was immer sie vorhaben. Danach verstehen Sie, Miss Strickland. Negativ, Sir. Professor Gould hat mich überzeugt, dass wir eine Chance haben, aber wir müssen jetzt handeln. Ich wiederhole, können Sie uns unterstützen? Kontakt! Feuer frei! Oh, verdammt los! Halten Sie den Kanal, Lieutenant. Mal sehen, was ich tun kann. Gib dem Brennwoll Feuerschutz. Alles klar, wir müssen es dorthin schaffen. Wir müssen die Stadt retten. Und die ganzen Leute, die noch hier wir in der Stadt haben sind. 9 Uhr! Los, weg mit dem. Oh, dann geht's weiter. Verdammt, wir sind so exponiert. Sie sind überall. Gegner, direkt voraus. Oh mein Gott. Komm, draufhalten da. Gut, schnell, wir müssen weiter. Wir müssen zu dem Park. Das hat oberste Priorität. Oh, was ist das? Auf Seite! Fahren Sie, Mann! Los! Noch mehr Läufer! Macht sie kalt! Oh mein Gott! Auf Seite! Seite! Oh mein Gott! Verdammt, wo ist sein Signal?
Ich bin hier. Ich bin unterwegs. Ich aktiviere jetzt unser GPS-Signal. Suchen Sie sich eine erhöhte Position und verfolgen Sie unser Signal. Wir sitzen fest. Die Seth kommen überall aus dem Gebälk. Ich versuche, Basis zu erreichen. Alles klar. Wir müssen schnell zu den anderen wieder. Wow. Nee, hinter. Ich brauche eine Deckungsmöglichkeit. Gut. Durchladen. Alles klar, gut. Dann nehmen wir mal schnell den Aufzug hier und ab nach oben. Wir müssen uns beeilen. Alcatraz, wir fliegen hier praktisch blind. Ich muss die Ziele jetzt sehen. Markiere den Seth-Hinterhalt für einen Luftangriff. Wird gemacht. Bin unterwegs. Ich kümmere mich darum, dass das Ganze hier markiert wird. Los, die müssen schnell weg. Rufname Alcatraz. Wir haben das Signal Ihres Anzugs gespeichert und mit unseren Waffen verknüpft. Die Erfassung der feindlichen Ziele muss über direkten Sichtkontakt erfolgen. Maximale Panzerung. Oh nein. Lass mich doch bitte in Ruhe. Gut. Ich stehe hier. Das Ding hier nehmen. Ziel bestätigt. Moment. Feuer in 3, 2. Geschafft. Gut. Ich glaube, wir müssen Scheiße, hier rüber. Mann. Das war zu knapp. Das war. Alles klar, wir müssen weiter. Wir müssen schnell hier gute Wege finden. Dann habe ich mich irgendwie ein bisschen verlaufen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, irgendwie habe ich mich hier unten ein bisschen verlaufen. Ah, hier lang. Oder? Ne, da sind wir wieder dort, wo wir herkamen. Jetzt sind wir richtig. Hep. Hier über die Dächer. Taktische Optionen verfügbar. Gut, ich denke, es ist besser, wenn wir das Sturmgewehr hier nehmen, auch wenn das das ist, was ich nicht so sehr mag. Oh, da unten sind welche gelandet. Die Straße ist
Ja, ich bin schon dabei, einen Weg zu finden. Bin schon dabei. Aber ja. Ja, Alter. Der hat mich mit einer Attacke gerade weggemacht. Mit seinem Nahkampf. Aber ich muss auch gerade sagen, das ist gerade echt hart hier. Muss ich echt gestehen, mal so am Rande. Gut, weiter. Durchladen. Die Straße ist frei, wir müssen los. Finden Sie einen Weg hier runter. Schnell! Noch mal neue Granatenfix mitnehmen, so. Und hier rüber wieder. Ein bisschen taktisch vorgehen. Vielleicht bin ich gerade auch einfach ein bisschen zu schnell vorgegangen hier. Kann auch ein Fehler gewesen sein. Blende raus. Da kommt einer. Nein. Alcatraz? Gut, abwarten. Was machen Sie da oben? Sie müssen hierher zurückkommen. Ja, ich kämpfe gerade um mein Leben. Falls ihr unbedingt wissen wollt, was ich gerade mache. Ich kämpfe hier oben gerade um mein Leben auf dem Dach. Wenn Sie es so genau wissen wollen. Komm hier oben lang. Oh, über mir. Hier läuft auch noch was rum. Ja, hi. Komm schon, wie soll ich nur hier weitermachen? Das ist gerade echt ein bisschen zu viel, was hier kommt. Komm, geh doch mal hoch. Lauf. Abwarten hier. Bin ja schon unterwegs. Warten Sie bitte kurz. So. Da hinten ist der Park. Meine Güte, da erhebt sich alles. Bin mir nicht sicher, soll ich dort rüber springen. Sieht ein bisschen zu weit tatsächlich aus. Wir gucken erstmal dazu. Was zum Teufel war das gerade? Wir empfangen massive seismische Aktivität in Vektor 7. Sir, Sie werden es nicht glauben. Der gesamte Park hat sich gerade aus dem Boden erhoben. Wir müssen sofort ausgeflogen werden und brauchen bewaffnete Luftunterstützung. So viel Sie entbehren können, Sir. Verstanden, Miss Strickland. Ich tue, was ich kann. Das sieht echt heftig aus. Wenn man sich das so anguckt, das ist anscheinend dieses ganz große Ding mit diesen, ja, wie Tentakeldinger, nenne ich es mal. Was auch vorhin schon unseren Wagen angegriffen hat. Ihr Lufttransport ist unterwegs. 6 Helikopter von Cell. Mehr haben wir nicht. Und wir haben alle keine Zeit mehr. Wenn es nicht gelingt, die Lage erfolgreich zu meistern, wird Stratcom auf Befehl des Pentagons einen taktischen Nuklearschlag auf Manhattan durchführen. Und zwar in 20 Minuten. Was immer Sie vorhaben, Sie sollten sich beeilen.
Alles klar. 20 Minuten haben wir. Und das ist scheinbar einfach nur wieder so ein Stab auch. Wir hatten ja schon mal solche Stäbe ausgeschaltet, nur ist das halt diesmal der Kommando-Stab davon. Hier, Skorpion 3, nähere mich dem Plateau. Meine Güte, sehen Sie sich das an? Unglaublich. Sie den Speer? Das muss die zentrale Struktur sein. Bringen Sie uns so nah ran wie möglich. Alcatraz, Sie müssen direkt ins Herz der Hauptregulierung für die Sporen. Sobald Sie drin sind, müsste der Anzug den Rest erledigen. Glauben Sie wirklich, das wird funktionieren, gut? Gehen Sie lieber das Risiko mit der Atombombe ein? Das ist unser einziger Versuch. Keine Chance, dass wir da nah rankommen. Zum Landen ist der Boden zu instabil. Und die atmosphärischen Störungen sprengen jede Skala. Wollen Sie raus? Mehr geht's nicht. Also gut. Skorpion 3, setzen Sie ihn ab. Alcatraz, wir beobachten Sie, solange wir können. Viel Glück, Mann. Besser Sie als ich. Ja, danke. Da wollen wir mal. Aber ich würde sagen, nicht mehr in dieser Folge, Leute. Sondern wir machen das dann in der nächsten Folge. Schaltet da gerne wieder ein. Lasst hier zum Schluss gerne einen Daumen nach oben da. Und tschüssi.